Woking in Atele-Wanderland Im Halbfinale der Darts-WM 2017 ist es zu einer faustigen Überraschung gekommen. Rekordweltmeister Phil Taylor darf hingegen weiter vom Titel träumen. Es sind Geschichten, die nur der Sport schreibt. Beim letzten Turnier seiner Karriere steht Phil Taylor im Finale und kann damit ein Märchen vollenden, mit dem nicht viele gerechnet haben. Gewünscht hat es ihm fast jeder, daran geglaubt jedoch nicht. Phil Taylor steht zum 21. Mal im Finale der Darts-WM in London. 16 Titel hat er bereits gewonnen, zum Abschluss seiner Karriere könnte nun ein 17. erfolgen. Dabei steht Taylor in der Weltrangliste, der Order of Merit, nur auf dem sechsten Rang. Doch seine Hauptkonkurrenten patzten reinweise. Peter Reid, Nummer 2 der Order of Merit, und Daryl Goni, Nummer 4, war bereits in der zweiten Runde Schluss. Mensur Suljevic, Nummer 5, kam nicht über das Achtelfinale hinaus und Gary Anderson, Nummer 3, scheiterte im Viertelfinale an Taylor selbst. Top favorit von Gerven flog in einem hochspannenden Match gegen Rob Cross im Halbfinale raus. Auch wenn Tupover sich einige Fehler und Unsicherheiten leistete, blieb er über das gesamte Spiel stets souverän und wusste, abgesehen von der ersten Runde, mit einer 3 dart a durchschnittliche Punktzahl bei 3-Dart-Würfen, um die 100 Punkte zu überzeugen. Auch gegen den qualifikanten und überraschenden Senkrechtstarter der WM, Jimmy Lewis, behielt er stets die Nerven. Nach dem sechs doppelpunkt 1 sieg gegen den Waliser fiel eine immense Last von Taylors Schultern. Ich bin überglücklich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme, sagte Tipova am Mikrofon von Sky Sports. Gegen Jimmy habe ich von seinem Mangel an Erfahrung profitiert. In einigen Situationen hatte er mich. Als es nach zwei Sätzen 1-Doppelpunkt-1 stand, habe ich nur nach oben geguckt und gedacht, was hast du nur für ein Glück? Senkrechtstarter, Jamie Lewis, L. Scheiterte nach einer großartigen WM im Halbfinale an Viel Quelle, Steven Schrägstrich Deutsche Presseagentur. Auch wenn das Ergebnis mit 6 Doppelpunkt 1 sehr hoch ausfiel, war es ein knapper Sieg. Nur einen einzigen Satz gewann Täler nicht mit 3 Doppelpunkt 2. Oft stand Louis kurz vor dem Satzerfolg, batzte jedoch in den entscheidenden Momenten. Genau in jenen Momenten schlug Tipuver mit seiner Erfahrung zu. Neben seiner Erfahrung profitiert Viel Täler auch von der enormen Unterstützung im L.A.P.L.E. Doch Tipuva bleibt davon unbeeindruckt, verliert nie seinen Fokus. Eine große Stärke von ihm ist, dass er seine Emotionen im Griff hat. Bei seinem Finalsieg beim World Match Play in Blackpool hat Peter Reit geweint, weil es das letzte Duell gegen Depover bei diesem Turnier war. Tele selbst hat keine Träne vergossen, sagte Sport1-Kommentator Elmar Paulke im Interview bei t-online.de. Auch von den zahlreichen Schlachtrufen und Fahngesängen lässt sich der 57-Jährige nicht ablenken. Vor allem ein Song sticht dabei hervor, Woking Alum, Singing A Song, Woking in A Tele Wanderland ist seit Jahren die inoffizielle Hymne der Dats WM. In diesem Jahr ganz besonders. Alle zwei Minuten stimmen die Zuschauer im L.A. Pelly das Lied an. Im Finale wartet mit Rob Cross jedoch ein Gegner, der sich von den Gesängen nicht beeindrucken lassen sollte. Der Engländer überzeugte im Viertel- und Halbfinale durch eine ungemeine Nervenstärke, fuhr zwei knappe Siege ein. Auch wenn Cross nicht zu den Top-Favoriten zählte, war er kein No-Name wie Qualifikant Jimmy Lewis. Keine müssen mehr verpassen, jetzt fahren vom t-online.de Sport auf Facebook werden. Elmar Paul warnte schon vor dem Turnier vor dem 27-Jährigen, seit diesem Jahr ist er erst auf der Tour dabei, hat aber trotzdem unfassbar gut gespielt. Wenn man eine Rangisten nehmen würde, die sich nur auf dieses Jahr bezieht, wäre er wahrscheinlich unter den Top 5. Viel Täler sollte also gewarnt sein. Cross ist eine andere Hausnummer als Louis. Um das Märchen vom Telewanderland wahr werden zu lassen, braucht es einen hochkonzentrierten Viel Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt eigene Recherchen Interview Viel mit Sky Sports, BDC Weltrangliste Order of Merit.